Jan. Mit Outtakes rüber. Beginn über, das ist unser Abschiedsgeschenk für dich. Etwas ganz Besonderes. Du musst es mitnehmen nach Amerika. Aber es könnte etwas lustig werden, weil wir es schon längere Zeit nicht mehr getan haben. Vor allem der Teil, wo sich dann die Stimme ändert. Welche Stimme? Die Musik. Ach so, die Musik rüber. Ja. Also, lass dich überraschen. Mach es auf deinem MP3-Player und überall drauf, damit du immer an uns denkst. Sonst hassen wir dich. An einem Morgen, in aller Frühe, oh Rübe, ciao, Rübe, ciao, Rübe, ciao, 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 an einem Morgen, in aller Frühe, zog man sie aus der Erde raus. Da schrie sie Hilfe, oh Hilfe, Hilfe, oh meine Freunde, kommt und haltet mich an meinen Wurzeln, an meinen Wurzeln, damit ich bei euch bleiben kann. Da kam die Anton und auch die Tete, die schrien halt rüber, bleibe hier. Da kam der Mathieu und sagte, Opfer, du bekommst meine Hilfe nicht. Da weinte Rübe und schrie Mathieu, so bleib doch hier und helfe mir doch. Mathieu war weg und spielte Fußball und kam nie wieder an den Ort. Doch wollt ihr wissen, wie's weitergeht mit Rübe, Anton, Tete und Mathieu, dann hört die Strophe, die nächste Strophe, die nächste Strophe folgt so bald. Rübe liebte Sonnenbrillen, denn Tete trug sie jeden Tag eine und dadurch sah man sie leider nicht mehr und Robby trat dann auch wieder drauf. Und da war Rübe sehr stark verletzt und sie brauchte dringend Hilfe. Da kam die Herki und sagt, vergiss es, du warst mir lange nicht mehr treu. Und dann kam die Saskia, die Retterin, und sagte, Rübe, Rübe, ich helfe dir mit meiner Hand, ich zieh dich raus und bring dich in ein Krankenhaus. Dann war sie heile und nahm ein Taxi. Vorne saß der Wanni, Wanni drin, fuhr sie fort und baut den Unfall, da flog sie an einen geheimen Ort. Der geheime Ort, der war Amerika. Die Rübe für ein ganzes Jahr, dann kam sie wieder mit einem Bieber, der war nur ihr neuer Freund. Da wurde sie schwanger und er verließ sie und bekam in Hause 100.000. Moment! Hier stinkt voll, Mann! Ich weiß es nicht, ich auch nicht. Dann kam sie wieder raus. Da wurde sie schwanger. Okay. Da wurde sie schwanger. Und er verließ sie. Sie bekam 100.000 Nein, die waren niedlich und auch ganz winzig. Und Nigel fraß sie alle auf. Da weinte Rübe. Und da kam Martin und tröstete das arme Rübe. Nein, der pflanzte Rübe. Und Anton in die Erde wieder ein. Da war die Rübe so super glücklich, dass sie bei ihren Freunden sein kann und musste erstmal was erzählen, was ihr auf dem Weg geschah. Doch am meisten erzählt sie von Vanya, der sich selber Vanus Anus nennt. Sie fand ihn toll und liebte ihn und wollte Rüben mit ihm haben. Doch der Vanus, der hat die Rinke, trotzdem legte er die Rübe flach. Sie bekam eine Rübe mit einem Iro und liebte sie so sehr wie ihn. Doch der Vanus stank sehr nach Käse und die Rübe schmiss ihn aus der Erde raus. Er lief der Vanus zu seiner Rinke und wurde niemals mehr gesehen. Doch Rübes Rübe war so alleine und wünschte sich noch 9 Geschwisterchen. Dann sagte Rübe, ich adoptiere sie und bringe alle 9 zu dir. Und dann ging es los. 10 kleine Rübenkinder wollten baden gehen. Die eine konnte es leider nicht und musste untergehen. 9 kleine Rübenkinder fuhren in den Schacht. Die eine fuhr zu weit hinein, da waren es nur noch 8. 8 kleine Rübenkinder sagten mal, sie blieben. Die eine ging noch viel zu früh, da waren es nur noch 7. 7 kleine Rübenkinder trafen eine Hex. Die eine fand sie oberst geil und sie hatten Sex. 6 kleine Rübenkinder ließen eine fahren. Die eine zündete ihn an und musste Tschüssi sagen. 5 kleine Rübenkinder tragen einmal Bier. Die eine übertrieb es sehr, da waren es nur noch 4. 4 kleine Rübenkinder aßen einmal Brei. Der eine quoll den Magen auf, da waren es nur noch 3. Okay. Sorry, Rübe, aber du musst deinen Spaß haben. 1, 2, 3 kleine Rübenkinder sahen den Robert, die eine schrie so. Ja, okay, nochmal. 3 kleine Rübenkinder sahen den Robert, die.
Nochmal. Drei kleine Rübenkinder sahen den Robert. Fangen wir noch da an. Die eine schrie so laut, es ging, da kam leider ein Pferd. Zwei kleine Rübenkinder lungen ab. Entschuldigung. Zwei kleine Rübenkinder. Nuggerten auf eine Rast, da kam die Nuggerten auf die und auf eine in den Knast. Ein kleines Rübenkindchen wollte gerne erben, damit es was zu erben gab, musste es aber sterben. Alle Rüben sind jetzt tot, außer unserem lieben Rübenlein. Sie weinte sehr und schrie um Hilfe, das hörte Socke und kam her. Socke wollte Sex mit Rübe. Rübe, sie war hetero, da quatscht die Socke und schlug die Rübe und rannte schnell zur Nisia. Da weinte Rübe immer stärker und versank fast in dem Tränenmeer. Da kam Hennep mit der Feuerwehr und pumpte alle Tränen ab. Da war die Rübe ihm sehr dankbar und beschloss nie mehr zu weinen. Aber plötzlich war sie die größte Rübe auf der Welt. Auch die Freunde von Rübe waren plötzlich wieder super froh und kamen zu ihr und alle machten ein großes Rübenfest. Alle Freunde, das waren Mathieu und Hete Anton und die Saskia, die hatten Spaß und feierten ein großes Fest wie nie zuvor. Und die Schreiber dieses Liedes, die waren auch bei diesem Fest dabei. Sie heißen Tonja und Katja und das Lied ist jetzt vorbei. Rübe, wir lieben dich! Wir wünschen dir viel Spaß in Amerika und wir vermissen dich jetzt schon! Ja, und wehe, du magst dieses Lied nicht, denn es ist dein Lied! Ja. Bye bye! Tschüss!